Ja, schönen guten Tag, liebe Kollegen, nochmal von dieser Stelle. Man könnte annehmen, wir wollten, dass Sie auch mal erfahren, wie das heute ist auf dem Spielfeld. Leider ist aber nur die Klimaanlage ausgefallen, deswegen hier drin zumindest, deswegen bitten wir das zu entschuldigen. Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz im Anschluss an die Partie der zweiten Liga zwischen dem FC St. Cottbus und den Gästen vom SC Paderborn. Beide Trainer haben Platz genommen. Ich übergebe das Wort an André Breitenreiter. Ja, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch an Rudi Bommer und den FC Energie Cottbus zu diesem Sieg heute. Ja, ich denke, schlechter kann man ein Spiel nicht starten, wenn es nach 11 Minuten 3-0 steht. Ist eigentlich nicht zu glauben und unfassbar, aber wir haben von der ersten Minute an uns nicht an den taktischen Plan vorne gehalten. Wir wollten eigentlich wesentlich kompakter stehen, kürzere Abstände haben in Breite und Tiefe und haben es dem Gegner gerade in der Anfangsphase viel zu einfach gemacht, vors Tor zu kommen. Im Grunde war jeder lange Ball nachher auch fast eine hundertprozentige Torschance, die dann auch eiskalt genutzt wurde. Neben dem taktischen Plan geht es natürlich auch im Fußball darum, Laufbereitschaft zu zeigen und Aggressivität in Zweikämpfen. Wir haben ja in der Saisonstatistik der letzten Saison schon gesehen, dass das ein großes Problem ist bei meiner jetzigen Mannschaft. Und haben wir eigentlich in der Vorbereitung schon gut trainiert und in der letzten Woche auch darauf hingewiesen, dass wir wesentlich aggressiver in die Zweikämpfe kommen müssen, engere Abstände zueinander haben, und das ist uns alles überhaupt gar nicht gelungen. Ja, gerade bei diesen Temperaturen, wenn man auch Rückstand ist, dann fällt es natürlich umso schwerer. Ja, aber was muss man dann tun, um Widerstände zu überwinden? Man muss eben auch mal dagegen angehen, ja, und eine Siegermentalität entwickeln. Und die haben wir überhaupt gar nicht heute gezeigt. Da hat uns das Herz und die Leidenschaft gefehlt. Und das müssen wir auf jeden Fall in Zukunft wesentlich besser machen. Ja, wir sind im Grunde in der Phase, ja, können wir noch von Glück reden, dass wir nur mit 4-0 in die Halbzeit gegangen sind. Und so dürfen wir uns hier natürlich nicht präsentieren. Wir haben in der Halbzeit umgestellt auf 4-2-3-1, um einfach das Zentrum kompakter zu kriegen, um kompakter zu stehen. Und ja, auch wenn Energie sicherlich 2-3 Gänge zurückgeschaltet hat, ist es uns dort wesentlich besser gelungen. Ja, durch hohe Kommunikation im Zentrum, durch Markus Krösche, haben wir zumindest es Energie nicht mehr so leicht gemacht, zu Torschancen zu kommen. Und deswegen, ja, können wir das als kleines Erfolgserlebnis sehen, dass wir in der zweiten Halbzeit zumindest ein 0-0 geholt haben. Ja, wir müssen sicherlich da richtig weiter Gas geben und müssen einfach den Plan mehr umsetzen. Was wir uns vornehmen, darüber hinaus muss jeder Einzelne ja eine deutliche Leistungssteigerung aufzeigen, um dann eben auch Paroli bieten zu können. Danke. Ja, vielen Dank, André Breitenreiter. Ich übergebe das Wort an Rudi Bommer. Ja, ich muss erstmal im Vorfeld sagen, nach der Niederlage von Fortuna Düsseldorf, dass ich ja auch das Spiel gesehen habe in Paderborn und wir einen sehr großen Respekt hatten vor diesem Spiel. Ich denke aber, und da habe ich auch die Mannschaft mit einbezogen in der Woche, gerade bei den Temperaturen, um das Pressing, was wir eigentlich auch zu Hause immer wieder versuchen umzusetzen, ob wir das von Anfang an gleich so spielen oder ob wir uns erstmal auch etwas zurückziehen und ein bisschen Kraft sparen, dann eben ins Match reingehen. Die Mannschaft hat gesagt, Trainer, wir gehen direkt vorne drauf. Ich denke, das hat allen recht gegeben und wir waren sehr gut im Spiel in der ersten Halbzeit. Natürlich ist es auch gut, dass man nach 11 Minuten dann auch, oder es auch beruhigend, dann 3-0 führt bei diesen Temperaturen. Ich denke aber auch, dass die Mannschaft sehr gut Druck ausgeübt hat, Fehler produziert hat und letztendlich die Dinge auch gerade, was jetzt auch das 1-0 war, sauber ausgespielt hat. Ich denke auch, es ist aber auch ganz normal, in der zweiten Halbzeit auch den einen oder anderen Gang auch zurückzufahren. Wir haben in der Halbzeit gesagt, rationell spielen, im Ballbesitz bleiben und vielleicht noch die eine oder andere Möglichkeit dann eben nach vorne hin sauber auszuspielen. Das ist dann nicht mehr ganz so gelungen, aber ich denke, insgesamt fürs erste Heimspiel war es eine runde Sache. Ich glaube, die Leute, die 7.000 und noch was, die wir hatten im Stadion, waren oder gehen zufrieden nach Hause. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Rudi Bommer. Gibt es noch Fragen oder wollen auch Sie zufrieden nach Hause? Augenscheinlich nicht der Fall. Dann bedanke ich mich fürs Erscheinen. Den Gästen im VIP-Bereich noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Den Gästen natürlich vor allen Dingen. Gute Heimreise. Tschüss.